So, herzlich willkommen zu Folge 15 im Let's Play von Fallout New Vegas. Und wie ihr sich vielleicht noch erinnert, oder für die Leute, die jetzt neu hinzugestiegen sind, warum auch immer man bei Folge 15 anfangen möchte, wir sind gerade kläglich verreckt und mit wir meine ich mich. Und deswegen können wir jetzt den ganzen Weg zum Gefängnis, was von den Pulverbanditen besetzt ist, nochmal latschen. Wir haben versuchen uns anzugewöhnen, ein bisschen öfters zu speichern, dass es uns das jetzt nicht so oft wieder passiert. Genau. Was wir hier so durch diese doch wundervolle Mojave-Wüste latschen müssen. Und ich laufe direkt auf ein radioaktives Loch zu, gleich mal durchlatschen. Ach So nee, so schlimm radioaktiv ist die Krone hier, ist es die gar nicht, die Hütte. Brühe, dann kann man es bestimmt auch trinken. Nee, geht nicht. Na gut. Die Brühe würde ich auch nicht trinken wollen, ehrlich gesagt. Nur weil was nicht radioaktiv ist, heißt noch nicht, dass es genießbar ist, ne? Ja, wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht mal hier, wenn wir so die einsamen Nächte hier durch die Mojave-Wüste latschen müssen, Und die einsamen Wölfe am Horizont einsam den Mond anheulen. mal ein, zwei Themen hier bereden können. Und das erste Thema, was uns so eingefallen ist, ist Diablo 3. Gibt ja jetzt zurzeit einen großen Aufriss um dieses Ich glaube, Spiel. gestern ist es rausgekommen, ha? Gestern oder vorgestern? Wenn heute Freitag ist, dann müsste das gestern gewesen sein. Ich weiß es auch nicht so genau. Heute ist Donnerstag. Heute ist doch. Verdammt. Ja, heute ist Männertag. Ja, ich bin ein bisschen, was Wochentage angeht. Als Student ist man da immer. Und du läufst in eine falsche Richtung. Du läufst in eine falsche Richtung. Deine Mutter läuft in eine falsche Richtung. Ganz genau. Genau, da gab es ja. Das ist ja jetzt erst rausgekommen. Und an uns beiden ist es zugegebenermaßen irgendwie ziemlich vorbeigegangen. Ja, ich habe einfach auch die Vorgänger nicht gespielt und So ist so. es bei mir auch. Und ich. Mir erschließt sich nur aus den Spieltrailern noch nicht ganz. Oh, hier ist Feind. Ich denke, das ist wieder bloß eine Blähfliege oder so. Nee. Was haben wir denn hier? Ach, das sind Pulverbanditen. Pulverbanditen. Na kommt mal her. Ach, das Und sind die ja. wollen Treasure. Reicht schon? Oh, nee, die haben. Ich dachte erst, die wollen hier mit Nahkampfwaffen ankommen. Aber die scheinen es irgendwie doch ein bisschen ernster zu meinen. Der erste hat schon mal versagt. Aber den zweiten haben wir zumindest weg. Müssen wir schnell zurückgehen, dass die uns hier nicht auf die Idee. Ach, der hat nur noch ein Messer Verdammt! dabei. Na, das ist ja. Na los! Man könnte meinen, chillig, aber ich treffe hier trotzdem nichts. Und da hat Hans! es ihn auch gelegt. Ja, also ich finde, also ich bin jetzt niemand, der grundsätzlich bei Spielen irgendwie gleich sagt, es ist voller Scheiß. Außer vielleicht bei diversen Simulationsspielen, da erschließt sich der Sinn für mich überhaupt nicht. Der Waschmaschinen-Simulator. Waschmaschinen-Simulator jetzt mit. Oder was hier? Industriestaubsauger-Simulator. Das war bloß ein April-Scherz. Schade eigentlich. Also im Ja, Vorspiel könnte ich den hättest du mir. jetzt genommen. Hier der Einschussflinte. Es gibt ja auch diverse Simulatoren, wie ich weiß gar nicht, Politik-Simulator war bis jetzt mein absoluter Chirurgie-Simulator. Favorit, muss ich sagen. Und ich sehe, dass wir den Themen bereitlegen, klappt, denn wir kommen hier von Diablo 3 auf verschiedenste Zeugs, was man sich sonst vorher gar nicht überlegt hätte. So, ich würde jetzt mal, wenn du hier auf das Lager wieder zugehst, meine Flinte nehmen, die auf der Entfernung auch ein bisschen was bringt. Genau. Weil ich deine hier deine Kleinkaliber. Ah, wirf auch mit Genau, 20 Sarsaparilla. Hilfsmittel. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, auch was gelesen. Ein Kleinkalibergewehr vielleicht. Ja, ich denke, damit Das kannst probieren du. wir mal, ob wir da was reißen. Ja, ich würde Diablo 3 durchaus mal probieren. Es klingt ja jetzt nicht vollkommen daneben. Ja, aber ich weiß halt nicht, ob sie. Wo sind hier? Ach, hier ist Aber ich bin es. halt niemand, der sich gern so die Katze im Sack kauft. Ich bin dann jemand, der das vorher lieber mal probiert, ob das überhaupt was für mich Ich ist. So war denke, die es auch. Position hier ist ganz gut. So war es auch bei StarCraft. Das hat ja Robert hat es immer gespielt. Such doch mal mit Und anscopen. der hat mir dann eine Testversion von StarCraft gegeben. Und da habe ich halt gemerkt, dass es irgendwie gar nichts für mich ist. Und da hätte ich mich wirklich tierisch geärgert, wenn ich da 50 € für das Spiel rausgehauen hätte. 35 hat es am Ende nur noch gekostet. Du kannst auch mal ein paar Dynamit-Dinger hier werfen. Ich weiß nicht, ob ich so weit komme. Na, da drüben versucht's auch. Na, da machen wir doch mit. Da rennt er weg. Ah, der Stein hat schon mal einen abgekriegt. Der traut sich sogar raus. Weicht deinen Kugeln matrixmäßig aus. Ja, der ist bestimmt in der Matrix. Und jetzt wird's verrückt. Doch, jetzt haben wir ihn getroffen in Daves oder Daves oder wie auch immer der Dors, heißt. jetzt haben wir nur den Kopf verkrüppelt, Und na, wie geht's, jetzt musst du Dors? auf deine Trefferpunkte achten. Wir haben überhaupt gar nicht gespeichert. Das machen wir jetzt gleich mal. Und da knallen wir uns erstmal noch ein bisschen Wo ist er Stimpaks denn zwischen die hin? Backen. Da unten läuft doch.
der weigert sich vehement aufzugeben. Also wir kriegen ja ordentlich auf die Fresse gerade. Ja, das Problem ist, selbst wenn nur jeder zehnte Schuss trifft, dann macht Spaß. Bei denen, wenn 10 Leute schießen, jedes Mal einer. So, wir haben jetzt einen negativen Ruf bei den Pulverbanditen. Das ist aber eigentlich relativ egal, weil... Also jetzt probiere ich mal hier eine Stange Dynamit runter zu kloppen. Ja, ich sehe, ich bin nicht der Einzige, der die Idee hatte. Da halt doch die Fresse fest! Wow. Halt die Fresse! Ah, der hat auch ein bisschen was abgekriegt. Also zielen können sie, das muss man ihm lassen. Ach, dass er so weit hochkommt mit der Stange Dynamit? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das jetzt auch. So, aber jetzt bin ich wieder dran. Da rennt er wieder rein. Ah, da hinkt, den haben wir ordentlich eine drüber gehauen. Und ich ziehe mich jetzt erstmal ein Stück zurück, weil ich weiß nicht genau, von wo die ganzen Schüsse gerade kommen. Ach, da oben ist auch noch einer. Ach, der trifft aber gut, ja. Der trifft fast jeden Schuss. Da probieren wir mal den VATS-Modus. 4%, da muss man 7% auf Rumpf gehen. Ja, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir treffen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber irgendwie muss der das ja auch schaffen. Also ich weiß nicht, was der für eine Wumme hat. Also ich brauche auf alle Fälle wieder ein Scharfschützengewehr. Ohne Scharfschützengewehr geht bei mir gar nichts. Aber einen hat er schon wieder eingesteckt. Entweder hat er sich selbst eine Kugel reingejagt oder... Ah, ich glaube schon. Hier, versuch mal ein bisschen was zu essen. Essen ist immer gut, da bin ich oder doch glatt dabei. Oder ein paar Sunset Sarsaparilla, die wirken eigentlich ganz gut. Super Steam also, Pack, oh, das ist auch nicht schlecht. Ein paar Sunset Sarsaparilla, sagt er. Und so ganz spontan würde ich trotzdem erst ein paar Steam Packs essen. Oder mir reinspritzen, je nachdem wie man mit die, wie man die Dinger handelt. Und ich krieg hier noch die Krise, wenn der Typ... Oh! Ja. Hallihallo, das erklärt natürlich so einiges. Nee, jetzt müssen wir nachladen, das ist ja uncool. So, du kommst jetzt mal, also wie die hierher gekommen sind, ist mir nicht ganz klar. Ist da noch jemand? Geh mal hier auf den Hügel hoch, dann siehst du das vielleicht. Das ist wahrscheinlich das Beste, nicht, dass da noch mehr von hinten ankommen, die uns in den Rücken fallen. Das ist ja mal frech wie Sau. Nee, hier sieht es eigentlich zurzeit noch ganz clean aus. Ich gebe natürlich jetzt eine prima Zielscheibe ab hier oben. Hock dich mal hin, vielleicht triffst du da besser. Ich glaube, der ist schon tot. Das wage ich zu mit. Hab ich den getroffen? Ja, ihr seht, ich bin verdammt gut hier im Spiel. Wir sind überhaupt verdammt, der lebt noch. Echt? Er hat sich gerade rumgedreht. Sehe, dass das nicht nur irgendein Bug war. Nicht hundertprozentig. Aber zumindest. Gefahr, also irgendwo ist ja noch jemand. Da unten ging gerade die Tür. Ach, da drin ist auch noch was. Schießen wir einfach mal drauf. Also ich würde fast sagen, wir können uns jetzt mal ein Stück weiter rantrauen. Und wir haben ein Radiosignal empfangen. Und der Typ scheint wirklich tot zu sein. Nee! Ach, der hat einfach nur Angst. Ja, sorry Bruder, aber... Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du mir den Magazin nach dem anderen reinjagst. Aber lass richtig, den doch. Richtig drauf gehen würde er trotzdem noch nicht. Ich ist weiß aber jetzt nicht, ob so das so klug ist. Auf alle Fälle eine... Da hat jemand gerufen, dann muss er machen. Da oh, Revolver. Mal wieder ein bisschen... Oh, der Schlüssel ist immer gut. Ach, jetzt hat er sich wieder mit Mut gefunden. Jetzt haben wir Eier in der Hose, ha? Irgendwie kann er sich gut hinter seinem Geländer verstecken. Ja, scheinbar ist es wirklich das Geländer. Allerdings, wenn er... wenn wir dann mal das Geländer treffen, dann willst kann er... Willst du jetzt wirklich reingehen? Ja, ich mach mal einen Quicksave davor. Huch. Ja, hier will schon immer einer rauskommen. Nicht so wirklich, nee. Und jetzt sind wir drin. Hallihallo, mein Freund. Das sind zu viele. Der ist schon mal weg. Reicht schon? Also ganz spontan gehe ich doch wieder raus. Ich würde fast meinen, wir haben uns vielleicht doch etwas übernommen hier mit dieser Station. Würde ich so nicht sagen. Nö. Na los. Los, zünd die Stange an. Na, reicht schon? Das Ding habe ich nicht getroffen, also nicht geworfen. Also irgendwas. Bahahaha. Und wir sind tot. Ich habe einen Quicksave davor gemacht. Das Problem ist, wenn ich da nicht reingehe, kommen die auch nicht raus. Und wir müssen zwangsläufig über kurz oder lang in dieses Gefängnis rein.
Also die ganze Sache gestaltet sich, ach hi, gestaltet sich hier schwieriger als zunächst angenommen. Dem haben wir erstmal, uiuiui, der hat gleich seinen Kopf in der Wand vergraben vor Schreck. Ah, der macht. Hier drinnen kannst du vielleicht auch gute Pistole nehmen, damit kannst du gut rumsprayen. Ich glaube aber so, dass bei unserem Streifzug hier der Sheriff, den wir eigentlich hier abwerben wollen, drauf gehen wird. Das kann passieren, aber wie gesagt, zur größten Not haben wir ja noch. Zur größten Not haben wir ja noch der RNK, die wir fragen können. Vielleicht können die uns dann auch wieder ein bisschen mit Munition und sowas ausstatten. Und du hast recht, eine Pistole wäre vielleicht wirklich nicht ganz das Dümmste. An dieser Stelle ein Magnum-Revolver. Eigentlich nicht, aber ich muss jetzt mal ein bisschen Platz schaffen und reparieren. Hoppala. Die können wir nicht reparieren, dann hauen wir die wieder weg. Brauchen wir nicht. Und eine 10mm Pistole, die... Du hast nur mal ein paar Sunset Sarsaparilla trinken. Und hinter uns? Oder war das wieder der da oben? Das war vermutlich der da oben. Mal wieder ein Quicksave machen. Man kann nie genug speichern in Fallout. Das ist wirklich so. Du weißt nie, was als nächstes kommt. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz rein und wieder raus. Denn damit locke ich die Leute nämlich nach draußen. Dachtest du? Funktioniert, wie ihr seht. Und jetzt frisst er erstmal ordentlich. Naja, gut, so ordentlich frisst er dann doch nicht, wie ihr euch angenommen hatte. Aber ich fresse hier gerade ordentlich. So, der ist erstmal weg. Der Typ ist eine größere Gefahr, denn der hat eine Wumme. Selbst aus der Distanz trifft er hier kein Scheunentor, es ist wirklich... Oh, nee, warum haben die jetzt nicht geschossen? Weil die Waffe für den kaputt ist. Du bist ja wieder tot. Oh, die ganzen schönen Stimpacks, die du hier verballerst. Tja, man muss halt auch Opfer bringen. Und das ist doch nicht zu fassen, jetzt reicht's mir hier. Die Waffe ist, damit gewinnst du ja echt gar nichts. Warum willst du eigentlich nicht die Flammenpatronenwaffe nehmen? Macht Spaß! Das ist doch nicht zu fassen, also mal ganz ehrlich, ey. Ich hab grad drauf geguckt, da hatte ich noch 3-4 Lebensbalken und dann komme ich nicht mal zum Schuss und gehe schon wieder drauf. Also irgendwie sind es ganz schön viele da drin. Und ich glaube, ich nehme jetzt wirklich mal die Flammenpatronenwaffe. So. Zumindest diese Taktik hat ja funktioniert. Stellen wir uns hier draußen hin und warten mal mit einem Begrüßungskomitee. Na, reicht schon. Na los. Irgendwann schießt trotzdem auf dich. Und da hinten ist erstmal Ende im Gelände. Altmetall, nee, warum eigentlich nicht? Aber so wirklich erfolgreich waren wir hier trotzdem noch nicht. Der da oben, der flamet auch die ganze Zeit rum. Aber mehr kommen hier gerade nicht raus. Sind noch welche drin? Ja, drin sind noch welche. Ich glaube, das ist der Sheriff. Oh, scheiße, das war Myers. Gut, in dem Fall mache ich mal, lade ich mal neu. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Da auch nicht feindlich gesonnen. Nee, ja. Ist richtig. Ich habe bloß aus Reflex einfach mal drauf gehalten. Rein. Hier, kommt mir hinterher. Na, seid brav. Macht Spaß. Na, reicht schon. So. Also die Flammenwaffe funktioniert ja doch richtig gut. Altmetall. Wir brauchen Altmetall. Wofür für brauchen den wir Roboter. Ach, genau. Genau. Wir brauchen Altmetall. Das nehmen wir gleich mal mit. Das wird da bei dem Einhätzen auch noch mitnehmen können. Nee, der andere. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir... Nee, ja. Doch nicht. Jetzt. Doch, ja. So, hier drin ist jetzt der... So. Hilfe! Hilfe! Nicht mit dem Flammendings! Ich hoffe mal, der ist jetzt nicht so aggro auf uns.
Ach, das kann doch nicht sein. So, Leute. Ich hab doch gar nicht auf den geschossen. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Cut und jetzt darf Robert mal sein Glück hier versuchen. Jetzt darf ich das ja mal machen. Also, bis zur nächsten Folge. Genau. Folge. Genau.